Ah, okay. Hallo? Du hast noch keinen Satz, hä? Nein. Tipptopp. Ja, jetzt ist August und ja, ich glaube, man spürt es bei allen. Wir sind langsam richtig heiß drauf, dass die Saison endlich anfängt. Ja, wir sind fast bereit für die Saison. Physisch sind wir jetzt, glaube ich, schon recht ready. Es war ein langes und intensives Sommertraining. Und jetzt kommt noch der Feinschliff in der Halle. Und ich glaube, dann geht es gleich los und wir brennen alle drauf. Nein, ich bin auch nicht bereit für die Saison. Jetzt kommt der taktische und der technische Teil dran. Jetzt haben wir zuerst mal die physische gemacht. Dann bin ich noch nicht ganz ready, aber jetzt noch einen Monat, dann bin ich hoffentlich ready. Ja? Nein, ich finde, ich bin schon rechts weg. Natürlich gehe ich noch vor der Saison in die Ferien, dass ich noch berater bin. Ja, kommt gut. Ob wir ready sind? Ich glaube ja, wir sind auf gutem Weg. Sicher noch nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Phase 2. Wir sind taktisch zu und her geht. Physische Voraussetzungen haben wir geschafft. Wirklich gutes Sommertraining, ein Herz, aber ich glaube, diesen Grundstein haben wir gelegt. Jetzt super in die zweite Phase. Und dann sind wir ganz sicher ready. Gute Vorbereitung bis jetzt. Und sind wir ready und heiß drauf. Nach dem super Sommertraining mit Marco, der uns da gefällt hat mit seinen Workouts of the Day, sind wir, glaube ich, schon einigermaßen ready. Ja, ja, ist. Es ist jetzt vorbei, also eigentlich müssen wir nicht mehr gross darüber reden. Aber ja, ich glaube, es hat uns schlussendlich sehr zusammengeschweißt als Team. Und wir gemeinsam einfach am Schluss haben müssen beißen. Und es war ein geiles Gefühl, wenn man eigentlich voll am Ende war und einem Teamkollegen noch einmal so richtig angeschraubt haben und gepusht haben, damit wir noch das Letzte aus dem Körper rausholen können. Sagt mir überhaupt nichts. Nein, eigentlich löst es bei mir ein Schmunzeln aus. Das ist, glaube ich, das meist diskutierte Programmpunkt im Sommertraining. Von dem her ist etwas, das meiner Meinung nach dazu gehört. Es, ist nicht immer, es muss nicht immer Sinn machen, was man dort macht, aber es ist halt etwas, das vor allem auch den Kopf braucht, die Überwindung braucht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der Saison werden können brauchen, auch wenn einem alles wehtut. Und dann muss man eigentlich nicht überlegen, sondern einfach durch den Schmerz durch. Und ich glaube, das wird uns sicher gleich auch weiterbringen, obwohl das nicht immer alles ist. WAD ist geil halt. Wenn wir da die 200 Burpees machen oder so, oder die Deathbite-Übungen waren super. Also ich habe mich richtig gefreut jedes Mal. Das ist traurig, gell? Also WAD ist. Ja. Nein, das ist schwierig zu beschreiben. Das muss man erlebt haben. Weißt? Das ist Lebenserfahrung. WAD. WAD? Ja. Ja, das löst fast ein bisschen Muskelschmerzen aus und schlechte Erinnerungen. Ja, es war hart, aber ich glaube, es hat uns weitergebracht. Von dem her, gut haben wir es gemacht. Schön ist vorbei. Dizi, ich hoffe, dass du nicht immer der Letzte wirst in die Saison aus der Garderobe kommt. Also sicher im Niki, er soll einfach mal lernen, tief schiessen. Weil das ist schon wichtig, dass er nicht mit lustig zu tun. Und er soll seine Stöcke nicht brechen. Ich glaube, kein Spieler, der so viel Glück hat beim Spielen wie der scheiß Garlo, ist ein verdammter Tunis. Irgendjemand von uns, ja. Metu soll endlich mal seine Beine so machen, sonst kassiert er noch mehr Tunis. Botschaft an Carlo, hör auf, mich abzuschiessen, du kleines Würmli.